Eine Woche tausche ich nun mein Auto gegen einen Elektroroller vom Discounter und möchte mal sehen, wie schlägt der Kleine sich denn im Alltag? Wie ist das als Stadtbewohner und als Familienvater? Kann man genug damit transportieren? Kommt man zügig voran? Braucht man länger für längere Strecken? Reicht die Reichweite? Ausgeklammert dabei ist natürlich die Familie, die sich sowieso parallel zu dem Auto immer mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegt. Und ich möchte mal sehen, reicht denn so ein Elektroroller zum Einkaufen, um Familie zu besuchen, um diverse Erledigungen zu machen und so weiter und so fort. Dieser ist vom Discounter, der hat eine relativ kleine Reichweite mit einem Akkupack 35 Kilometer, wenn man vorausschauen fährt 40 Kilometer. Er hat zwei Akkupacks, das heißt also 70 bis 80 Kilometer und dann werden wir mal schauen, ob das ausreicht und wann ich an meine Grenzen stoße. Ich nehme euch mit, ich wünsche euch viel Spaß. Also erste kleinere Runde absolviert. Ihr seht schon, meine Frisur für mich ist sowas wahrscheinlich weniger geeignet oder ich muss mir einen speziellen Helm kaufen. Aber du kommst super durch. Du musst dich nicht vordrängeln oder sonst irgendetwas. Du kommst ratzfatz um alle Kurven herum. Das war jetzt nur eine kleine Tour zum Aufwärmen. Ich gehe jetzt auf den Spielplatz zu der kurzen. Und dann werden nachher noch ein paar Besorgungen gemacht und dann schaue ich mal, wie viel passt denn hinten in so einen Korb rein? Wie sicher kann man hier vorne an dem Haken wirklich etwas transportieren? Ist das wirklich eine Alternative für die Stadt? Und ja, kommt einfach mit. So, wie das Leben so spielt, mit der Frau geklärt, was es zum Essen gibt und ich darf das jetzt alles holen. Und ihr kommt einfach mit. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I wanna demonstrate. So, weitere 3 Kilometer später bin ich natürlich am Supermarkt angekommen und dann werden wir gleich mal schauen, wie sicher man etwas im Topcase verstauen kann, respektive wie sicher man etwas an den Haken vorne anhängen kann. So, angekommen im nächsten Supermarkt und was soll ich jetzt sagen, hier gibt es jetzt zum Beispiel eine E-Bike-Ladestation, die könnte ich mit dem Roller auch nutzen und ich glaube, das werde ich diese Woche auch mal ausprobieren. Vor allem habe ich dann keine Probleme mehr bei einem Roller mit den Kumpels, der da auch schon wieder steht und nicht lädt und ich finde es halt echt schade. Nee, das ist keine Werbung, sondern ich wollte einfach nur mal zeigen, was ich so ein bisschen eingekauft habe. Ich finde es jetzt nicht gerade wenig, also es ist auf jeden Fall für uns 3 Personen, die wir da sind im Haushalt, so genug für 2,5 Tage. Als Städter geht man ja sowieso immer mal wieder einkaufen und macht nicht so den einen großen Wocheneinkauf, also zumindest in unserem Fall nicht. Und ich muss sagen, also dafür, für das, was ich wegkriege, was ich transportieren kann, ist der Roller auf jeden Fall ausreichend. War erstaunt, was ich reinbekommen habe. Lustigerweise, hier in der Stadt brauche ich nur einen Akku und habe das Fach für den zweiten Akku quasi genommen, um die Flasche zu transportieren. Da hätten noch 2 weitere Flaschen reingepasst. Ja, nächster Tag und heute will ich mal raus zu mir in den Garten. Das ist ungefähr 18 bis 20 Kilometer. Ich bin ja gestern schon ein Stückchen gefahren mit dem Roller und ich habe jetzt über Nacht nicht aufgeladen, also den Akku, der da drin ist, nicht aufgeladen. Bin ungefähr schon so 6 oder 8 Kilometer gefahren. Müsste ja für den Hinweg reichen, kein Problem. Den zweiten Akku hänge ich mir jetzt da rein und dann müsste ich auch wieder zurückkommen. Wir werden mal schauen, ob das so klappt.
So, der Akku von gestern, der gestern noch halb voll anzeigte, zeigt jetzt wieder so ein bisschen mehr an. Aber, wie gesagt, das ist nur jetzt erstmal die Spannungsanzeige. Für uns ist interessant die Kilometerleistung. Und da bin ich, wie gesagt, gestern so 6,5 Kilometer ungefähr gefahren. Da werden wir jetzt sehen, wie weit wir damit kommen. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, war nicht anders zu erwarten. Angekommen im Garten. Ja, werde ich mich ein bisschen hier um den Garten kümmern. Und das sind einmalige Bilder. Also mit der Frisur werde ich auf jeden Fall kein Motorradfahrer. Aber hat super geklappt. Also ich war gestern schon ein bisschen unterwegs. Jetzt nochmal 18,5 Kilometer hier fahren. Ich sag mal so, das ist jetzt nicht der tägliche Use Case für mich. Ich will damit einfach nur zeigen, dass auch längere Strecken überhaupt kein Problem sind. Was heißt längere Strecken? Also innerstädtisch längere Strecken. Und was soll ich dazu sagen? Also es macht Spaß, es ist okay. Ich hatte jetzt den unwahrscheinlichen Fall natürlich, dass so ein elendig langer BVG-Bus beim Wenden liegen geblieben ist. Und der hat die komplette Straße gesperrt. Also mit einem Auto hätte ich da einen kilometerlangen Stau gestanden und mit dem Roller konnte ich halt einfach dran vorbeifahren. Und da hinten, wo der Stau anfing, da war nicht mal ansatzweise zu erahnen, woran das da vorne liegen könnte oder ob es hier irgendwann mal weitergeht. Also von der Seite aus, die Schnelligkeit, mit der man in der Stadt vorankommt, ist echt super. Kann man nicht meckern. Ich habe jetzt hier raus im Garten 50 Minuten gebraucht. Mit dem Auto brauche ich so 30 bis 40 Minuten. Und wenn gerade kein Verkehr ist, dann brauche ich ungefähr so 20 bis 30 Minuten. Von daher ist eine vertretbare Zeit. So, ich mache mich wieder auf den Rückweg. Man hat gesehen, 2500 Kilometer hat der Roller jetzt schon runter. Hier, jetzt zeigt er wieder drei Balken an. Vorhin waren es zwei Balken. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass er sich ein bisschen wieder erholt hat. Mal gucken, wie weit ich jetzt noch mit diesem Akku komme. Ich habe ja noch einen zweiten vollen dabei. Also zurück komme ich auf jeden Fall. So, nach weiteren 7,6 Kilometern blinkt er. Das ist jetzt erstmal nicht verwunderlich, aber er fährt nicht mehr schneller als 30, deswegen werde ich jetzt den Akku wechseln. So, wieder zu Hause habe ich den Zähler resettet. Hier ist das Ladekabel. Da ist er. Und dann gucken wir mal. Also wie gesagt, ich bin heute 36 Kilometer gefahren und gestern ungefähr 6,5. Und das mit den zwei Akkus überhaupt kein Problem. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich heute auch im Garten etwas nachladen können. Dann denke ich, kann ich morgen wieder ein paar Touren machen. Also ich hätte heute noch locker noch 20 Kilometer fahren können, ohne was zu laden. Das war jetzt nur meine Tour für heute. Von daher nehme ich es jetzt mit und lade sie auf. So, neuer Tag, neues Glück. Ihr seht es vielleicht ein bisschen, es ist ein bisschen feucht, aber ich denke mal, zum Rollerfahren geht das. Heute ist das Besondere, ich fahre jetzt zu einem Termin, der ist 18 Kilometer weit weg, in Alt-Karow bei der Firma Pech Elektro, beim Andreas Steuer. Mit dem haben wir letztens ein Video gemacht, verlinke ich mal hier oben. Und ich habe aber heute mal das Ladegerät des Rollers eingepackt und der Termin wird wahrscheinlich so ein, zwei Stunden gehen, wie ein normaler Termin halt auch. Und dann will ich mal schauen, welche Energiemenge oder was für eine Reichweite kann ich in so einer Zeit nachladen. Das heißt also, wenn man das dann adaptiert auf die tägliche Anwendungen und so mit dem Roller, was kann man denn tatsächlich, wenn man irgendwo ist und zwischenlädt, welche Menge kann man denn wirklich nachladen? I heard you like to get away.
I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. Ich bin jetzt hier bei Pech Elektro bei Andreas Steuer. Und jetzt mache ich meinen Termin und dann gucken wir mal, ob und wie viel ich nachladen kann in so 1 bis 2 Stunden. So, wir sind jetzt 1,5 Stunden hier gewesen im Termin und der Roller oder das Ladegerät vom Roller-Akku hat 470 Wattstunden geladen in der Zeit. Und dann gucken wir mal, was er dann wieder anzeigt, wie weit man dann effektiv damit kommt. Ich bin ja 18 Kilometer hergefahren. Ich tausche den Akku jetzt nicht aus, sondern fahre mit dem weiter. Und dann zählen wir mal, wie viel Kilometer da man jetzt quasi nachladen konnte. Ich brauche unbedingt ein Hermet, ehrlich. So, jetzt wieder im Garten. Ihr habt es gerade gesehen, 26,8 Kilometer hierher. Davor bin ich 18 Kilometer gefahren. Und ja, dann werde ich mich jetzt dann von hier aus auch auf den Rückweg, auf den Heimweg machen. Und dann werden wir mal schauen, wie weit wir mit dieser Zwischenladung von 460 Wattstunden dann noch kommen. Würde mich wirklich interessieren. Ich bleibe jetzt nur ganz kurz hier im Garten, weil ich jetzt nur eben diese Strecke ausgenutzt habe. Aber wir können dann nachher gerne, ihr werdet nachher gerne mal hochrechnen, wie wäre es denn, wenn man dann noch so 1-2 Stunden zum Beispiel jetzt hier wäre und dann auch nochmal nachladen würde, was das dann in Summe an Reichweite ergeben würde. Das würde mich auch selber mal interessieren, weil es ja immer heißt, dass so ein Elektroroller, ja, hat ja kaum Reichweite und sowas, aber sind wir mal ehrlich, man ist ja nicht nur 5 Minuten irgendwo, sondern wenn man jemanden besucht, dann ist man 1 Stunde, 2 Stunden da. Und wenn man das realistisch nutzt und dann halt dabei zwischenlädt, dann denke ich, kann man da wirklich eine Menge Reichweite rauskitzeln, ohne dass man irgendwie Probleme kriegt über den Tag. So, bei weiteren 7 Kilometern ist er dann ausgestiegen. 7,5 Kilometer hatte ich drauf. Gucken wir mal, zack. Geht direkt wieder aus. So, neuer Tag. Eingangs habe ich gesagt, 40 Kilometer Reichweite bei gesitteter Fahrweise, bei vorausschauender Fahrweise. Heute geht es 35 Kilometer zur Familie nach Brandenburg. Und dann schauen wir doch mal, ob ich mit einem Akku hinkomme, weil dann komme ich ja auch wieder mit einem Akku zurück. Oder ob ich unterwegs umstecken muss und dann eben vor Ort nochmal nachladen muss. Eine Woche ist jetzt fast rum. Ich habe heute eigentlich nichts gehabt, wo ich großartig hätte hinfahren müssen. Morgen wird es einen Besuch bei der Familie geben außerhalb. Da werden wir mit dem Auto hinfahren. Aber diese Woche sollte ja zeigen, kann man denn den Großteil seiner Wege mit so einem Elektroroller bewerkstelligen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, innerstädtisch kann man das durchaus. Und solche Besuche, die halt selten sind, dafür nehmen wir jetzt natürlich unser Fahrzeug. Aber man könnte dafür auch jederzeit ein Carsharing-Fahrzeug nehmen oder halt irgendwie eins von Bekannten oder halt auch mit öffentlichen fahren. Würde es halt nur länger dauern bis nach Brandenburg raus. Für den Besuch morgen gehe ich jetzt noch Grillkohle holen und bin ich mal gespannt. Wie komme ich da klar? Sack darauf und sowas. Ihr seid dabei. Kommt mit.
you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. 'Cause all the guys want you tonight. Ja, wie gesagt, nach einem Tag Rollerabstinenz bin ich heute wieder unterwegs. Heute wird es nur kleinere Strecken geben. Das bedeutet, ich schaffe das sicherlich auch mit einem angebrochenen Akku. Sicherheitshalber habe ich trotzdem den zweiten mit eingepackt und wir schauen mal, ob ich mit einem angebrochenen Akku gut halb voll zurechtkomme. Ob der ausreicht für die Wege, die man heute so macht, von Freunden zum Arzt, zu verschiedenen Behörden und so weiter und so fort. Und dann werden wir am Ende des Tages mal ein Fazit ziehen, wie viele Kilometer denn tatsächlich zusammengekommen sind, wenn man sich beispielsweise nur innerhalb seines Bezirks bewegt. Denn man denkt immer, die Kilometer, das würde nicht reichen, aber ich glaube, innerhalb des Bezirks sind das weniger Kilometer, als es einem vorkommt. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. 'Cause all the guys want you tonight. So, eine Woche ist rum und selbst ich bin erstaunt, wie viele Wege ich mit diesem kleinen Roller meistern konnte, wie viel ich einkaufen konnte, wegbekommen habe, wie schnell ich bei Terminen war, wie gut ich durch die Stadt kam, trotz der, ich sag mal, immer relativ geringen 45 km/h. In der Stadt kommt man oftmals sowieso nicht schneller voran und ich denke, so etwas kann durchaus eine Zukunft bei mir haben, schon alleine wegen der geringeren Betriebskosten. Dadurch brauche ich mein Fahrzeug weniger. Das bedeutet einerseits weniger Inspektionskosten für mich. Das bedeutet aber auch unter Umständen für euch eine geringere Leasingrate, eine geringere Finanzierung, geringere Versicherungskosten, geringere Energie-, Kraftstoffkosten. Und das klingt immer so wenig. Aber ich hoffe, dieses Video hat gezeigt, wie groß diese Wege eigentlich sind, die man so fährt. Und ich bilde mir ein, dass das schon relativ aussagekräftig ist, mit für Berlin mit seinen großen Strecken, wenn ich rausfahre zu meiner Familie, relativ lange Strecken fahre. Und wir haben auch gesehen, dass wenn man beispielsweise jetzt von Termin zu Termin oder von Arbeit zu einem Bekannten, zu wen auch immer fährt und überall immer so eine Stunde ungefähr ist, man könnte halt überall locker ohne Probleme nachladen. Und das, dann kommt man eigentlich kaum ans Ende der Reichweite eines solchen Rollers. Und das finde ich doch schon bemerkenswert. Gleichzeitig ist man sauber, leise unterwegs. Und ja, da gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen. Wie seht ihr das? Kann das eine Zukunft bei euch haben? Wie fandet ihr das Video? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann ruhig einen Daumen nach unten. Dann aber gerne auch schreiben, was wir besser machen können. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr kein Video mehr von uns mehr verpassen wollt, dann klickt auch die Glocke daneben, ist komplett kostenlos und ich sag tschüss.